Hi Freunde, Mottmann hier. Ich habe vorhin Sons of the Forest durchgespielt und möchte mit euch hier die Komplettlösung teilen. Es gibt verschiedene Schritte, die nacheinander absolviert werden müssen, um am Ende wirklich die Cutscene bzw. das Endvideo vom Spiel zu bekommen und somit das Spiel durchgespielt zu haben. Das Ganze dauert schon ein bisschen länger und es gibt mehrere Rätsel, die man herausfinden muss, um wirklich bis zum Ende anzukommen. Und das Ganze möchte ich dir mit diesem Video erleichtern und dir das Ganze einfach zeigen. Vielleicht kommst du ja gerade irgendwo nicht weiter, weißt nicht, was du machen sollst, dann bist du hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Ich werde dir die einzelnen Schritte, es sind an der Zahl 8 Stück, glaube ich, aneinander reihen und diese einzelnen Schritte dann im Video zeigen, was genau zu tun ist. Ich werde immer wieder ein bisschen cutten, gerade wenn wir größere Distanzen zurücklaufen müssen, werde dir aber immer eine Karte einblenden, um dir zu zeigen, wo genau wir uns gerade befinden und was unsere aktuelle Aufgabe ist. Wichtig, ich habe gestern schon ein Video gemacht, zum Beispiel, wo ich die Schaufel finde. Da ist mir aufgefallen, dass eine Qualität oder die Performance vom Spiel bei der Aufnahme ein bisschen nachlässt, also es ist ein bisschen ruckelt teilweise. Ich hoffe, das stört euch nicht und entschuldige mich schon mal vorab. Ja, mein Rechner ist jetzt nicht der älteste, aber auch nicht der neueste, aber ich denke, daran wird es liegen, dass es ein bisschen Performance-Probleme hat. Ich hoffe, das stört aber nicht und ja. Grundsätzlich würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, weil es echt eine Menge Arbeit ist und ich mich sehr über Unterstützung freuen würde. Und natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst und ab und zu mal reinschaust und mir hilfst, Richtung 100.000 zu kommen. Das wäre ein kleiner Wunsch von mir und du könntest mich dabei unterstützen und einfach ein kostenloses Abo auf diesem Kanal hinterlassen. Wenn du noch Fragen hast am Ende des Videos, schreib sie einfach gerne in die Kommentare. Ich versuche auf alles einzugehen und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Video. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir direkt mal rein. Ich nehme wirklich alles Step für Step auf, außer wenn wir ein bisschen länger laufen müssen, dann mache ich dann Cutscene und so auch den Start des Spiels. Und so, wir machen natürlich ein neues Spiel und ich würde sagen, in der Aufnahme machen wir den friedlichen Modus. Beim friedlichen Modus hast du den Vorteil, dass du keine wirklichen Gegner im Spiel hast und so einfach gut durch die einzelnen Höhlen durchkommst. Wenn ich jetzt hier im Spiel in unserer Aufnahme noch oft kämpfen muss und fighten muss, dann wird das Ganze einfach verlängern. Und ich möchte euch ja eigentlich nur zeigen, wie genau die einzelnen Punkte sind, die wir nach und nach ablaufen. Genau jetzt blende ich dir nochmal eine Karte ein. Und in dieser Karte siehst du einzelne Punkte, die wir nacheinander ablaufen müssen. Du hast einzelne Nummerierungen auf der Karte von 1 bis 7 und das ist die Reihenfolge, die du ablaufen solltest. Bei Punkt 1 und 2 kannst du dir aussuchen, welchen Spawn du hast und welchen Punkt du zuerst anläufst. Ich werde hier den zweiten Punkt voraussichtlich zuerst anlaufen, weil er einfach am Spawn, also deutlich näher am Spawn ist und das fürs Video einfacher ist. Kannst aber auch den ersten Punkt ablaufen. Genau, wir starten jetzt aber einfach mal mit dem Spiel und gucken, wie es so wird, was sich so ergibt, wie lange es dauert. Ich habe das Ganze schon mal probeweise gemacht. Es hat mich ungefähr 1,5 bis 2 Stunden gekostet. Mal sehen, wie lange wir mit der Aufnahme beschäftigt sind. Ich habe auf jeden Fall Bock, mit euch das Ganze einmal durchzugehen, euch das Ganze zu zeigen und meine Erfahrungen zu teilen. Wichtig, es gibt noch ganz viele Sachen, die man im Spiel entdecken kann. Zum Beispiel Waffen. Du kannst, unterschiedliche Waffen, Attachments, Taschenlampen und finden. Ich will gar nicht zu weit spoilern und zu weit auf die einzelnen Dinge, die man finden kann, eingehen. Aber du kannst eine Menge Sachen finden und, also wir werden hier lange nicht alles erleben, was das Spiel zu bieten hat. Das möchte ich damit ausdrücken. So, ihr seht, meine Grafik ist schon relativ holzig aktuell. Das liegt einfach daran, dass ich die Grafiksachen komplett auf ultra niedrig gestellt habe, weil ich hoffe, dass es so keine Performance-Probleme gibt im Spiel. Gerade die Sichtweite und die Schatten habe ich runtergestellt, weil das ja doch noch die CPU bzw. Grafikkarte doch teilweise ins Schwitzen bringt. Und ich hoffe, durch diese kleinen Änderungen wird es dann keine Probleme im Spiel geben, um quasi, ja, euch das Video möglichst, möglichst schmackhaft oder ansehnlich zu machen, wie auch immer. So, wir haben den perfekten Spawn. Es gibt ja zwei Spawnpunkte. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Einmal haben wir diesen Spawnpunkt, wo wir quasi mit dem Helikopter ins Wasser fallen und die Scheibe eintreten müssen. Dann gibt es noch den zweiten Spawnpunkt. Bei diesem Spawnpunkt müssen wir tatsächlich, oder landen wir in einem Schneegebiet und werden da rausgeschleudert. Fängt alles relativ gleich an vom Spielablauf her. Also ihr werdet irgendwie rausgeschleudert, werdet dann von einem, ja, es ist kein Einbrecher, also werdet dann von so einem Typen mit einer Pistole bedroht. Und ja,
Das ist so der Anfang vom Spiel. Ihr habt nur zwei verschiedene Locations, wo ihr gegebenenfalls starten könnt. Und meiner Meinung nach, die Location, wo wir jetzt gerade starten, ist die beste Location, wo wir starten können. Denn bei dieser Location müssen wir nur gefühlt 2 Meter laufen, um am ersten Punkt zu sein vom Spiel, wo wir das erste Item tatsächlich finden müssen. Ich werde euch immer vor jedem Step die Karte kurz einblenden, wo wir genau hin müssen, um quasi einen Spielfluss zu geben und damit ihr wisst, wo immer wir hinlaufen müssen und da einfach einen Überblick habt. Grundsätzlich versuche ich auch, so viel es geht zu erklären. Manchmal werden leise Phasen kommen, sage ich mal, wo ich nicht so viel reden werde, weil es halt einfach zu viel zum Reden ist. Aber ja, grundsätzlich, ne? So, zuallererst machen wir natürlich hier unser Notfall-Set auf. Wo ist meine Maus? Hä? Einfach Maus kurz weg gewesen. Alles klar. So. Und dann rüsten wir unsere Axt aus. Und es empfiehlt sich natürlich sehr, hier am Anfang einmal die ganzen Koffer aufzumachen und die ganzen Sachen hier mitzunehmen. Teilweise brauchen wir ein paar Dinge oder teilweise erleichtern uns ein paar Dinge Sachen. Teilweise sind die Sachen auch recht überflüssig, aber ich nehme sie einfach trotzdem mal mit, damit wir am Ende zur Not einige Dinge haben, wie eine Plane, wo wir uns mal schlafen legen können oder so. Das ist schon deutlich besser, wenn wir so ein paar Dinge mit haben. So, Step Nummer 1. Ich blende euch jetzt die Karte ein. Genau, hier könnt ihr einfach kurz stoppen, wenn ihr die Karte sehen wollt. Und jetzt gehen wir weiter. Wir können hier den Kelvin theoretisch mitnehmen. Das mache ich mal auch. Ich befreie ihn einmal kurz, weil ich ein netter Dude bin. Und helfe ihm kurz einmal auf die Beine. Das ist ja quasi dieses Tutorial für unseren NPC, wo wir ihm jetzt hier mit unserem. Boah, der sieht richtig stoned aus, ne? wie wir ihm jetzt quasi mit uns spielen lassen. Theoretisch, wenn ihr den Kollegen nicht aufhilft, irgendwann steht er von alleine auf und kommt euch dann entgegen. Das habe ich gemerkt. Aber ich nehme ihn einfach mal am Anfang mit, weil ich ein netter Dude bin. Macht ja keinen großen Unterschied. So, Calvin, du kannst. Ja, das ist das einzige Problem, das wir haben. Wir haben hier theoretisch, also ich habe die Helligkeit hochgestellt und wenn wir solche Zettel haben, sieht man relativ wenig. Die Helligkeit an sich habe ich hochgestellt, damit ihr einfach mehr sehen könnt im Video. So, wir laufen jetzt hier zur ersten Höhle. Die befindet sich hier hinten. Kurzer Tipp, wenn ihr I gedrückt haltet, öffnet ihr hier euren Rucksack und ihr könnt direkt die Axt rausnehmen. Da müsst ihr nicht extra I drücken und da ins Inventar gehen. Und ich nehme hier auf jeden Fall schon mal ein paar Stöcker mit, weil Stöcker brauchen wir auch, um zum Beispiel eine Fackel zu bauen, damit wir ein bisschen mehr sehen können. Ich weiß gar nicht, wann wir das erste Stück Stoff bekommen, aber ich hoffe relativ zeitnah, damit man hier auch ordentlich was sehen kann und ihr da auch weiterkommt. So, wir gehen jetzt in die Höhle rein. Und in der ersten Höhle finden wir tatsächlich einen Tauranzug. Gerade die Wege in den Höhlen werde ich euch mit aufs Video nehmen, damit ihr wisst, wo genau ihr langlaufen müsst, um quasi den Tauchanzug zu bekommen. So, wir laufen hier einfach geradeaus. Wichtig, wenn ihr hier nicht im friedlichen Modus, wie ich bin, spielt, dann können euch hier einige Gegner entgegenkommen, die auch ziemlich stark sind am Anfang und die euch da auch Probleme machen. Deswegen überlegt euch gut, wann ihr in diese Höhle geht oder wann ihr da reinrennt, was ihr gerade für Waffen habt und wie ihr euch hier am besten zurechtfinden könnt. So, den ersten Step, wir sehen hier so einen kleinen, so einen Schwimmreifen. Da sind wir schon auf der richtigen Spur. Hat der noch was? Nee. Ich gucke hier immer so ein bisschen nach etwas Stoff, damit wir relativ schnell eine Fackel bauen können, damit man einfach mehr sieht. So, hier sind wir jetzt an so einem Knochenhaufen. Das ist quasi der zweite Step, wo wir einen Fisch finden oder mehrere Fische. Die könnt ihr auch mitnehmen, um sie am Ende zu essen. Hier gibt es einen Weg rechts und links. Wir wollen den linken Weg gehen, denn wir brauchen, wie gesagt, nur die Taucherausrüstung. Dann gehen wir jetzt einfach hier geradeaus, ganz tief rein, einfach der Nase nach, immer intuitiv laufen. Da macht ihr nie was verkehrt mit und lauft quasi bis zum Ende, bis ihr in einen zweiten Höhlenabschnitt kommt, ja? Und das ist hier nach den. Ist das hier schon der zweite Höhlenabschnitt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nach dem Spalt müsste er aber relativ zeitnah kommen, genau hier. So, hier lauft ihr jetzt einmal rechts drum herum. Hier findet ihr auch noch ein paar Sachen. Hier zwar jetzt nur ein paar Steine, aber wenn ihr euch hier so ein bisschen umguckt, ein Seil und. Also hier sind ein paar Sachen, die ihr auch zum Craften gut benutzen könnt. Hier haben wir auch das Stück Stoff, das wir direkt benutzen werden. Wir nehmen ein Stück Stoff, wir nehmen Stick, den wir gerade gesammelt haben und basteln uns mal kurz eine Fackel, die wir dann auch entzünden können, um einfach ein bisschen mehr zu sehen. Zack,
Fackel an. So, und jetzt sehen wir hier auch direkt den Tauchanzug. Den nehmen wir mit. Haben wir noch ein bisschen was zu essen, ein bisschen zu trinken. Das nehmen wir auch mit. Das macht uns die Reise deutlich einfacher. So, und jetzt könnt ihr einfach ins Wasser springen. Rüstet automatisch den Tauchanzug aus. Und hier ist ein Hai. Den können wir einfach ignorieren. Der tut uns in der Regel nichts. Zumindest auf dem friedlichen Modus. Auf den anderen Modis ist er da schon deutlich gefährlicher und kann euch auch mal ins Bein beißen oder aufessen. So, wir tauchen jetzt hier unten aus der Höhle raus. Wenn ihr hier unten so ein bisschen rumschwimmt, findet ihr auch hier relativ intuitiv so einen kleinen Gang, der euch nach außen führt und zurück wieder ins Meer bringt. Damit haben wir schon den ersten Gegenstand, den wir für unsere Reise brauchen, nämlich das Tauchgerät. Und jetzt kommen wir dann direkt auch zum zweiten Gegenstand, den ihr benötigt. Und zwar ist das ein Seilgewehr. Das Seilgewehr ist quasi so ein Gerät, wo du dich an Seilen, wie soll ich sagen? Also du hast so ein Seil, das gespannt ist. Hast du hier einige auf der Karte und da kannst du dein Seilgewehr nehmen. Das hängst du da dran, kannst dich dann festhalten und kannst so... Was habe ich denn jetzt gemacht? Hoffentlich schwimme ich jetzt nicht wieder zurück. Und kannst so auf jeden Fall... dich an dem Seil einmal dran herumsliden. Ich glaube, ich schwimme wieder zurück. Ich bin falsch rum. Läuft ja schon top in der Aufnahme. So. Jetzt bin ich hier vor den Stein geschwommen. Ich glaube, hier bin ich vorgeschwommen, ne? Ja, dann müsste hier der Ausgang sein. Einmal kurz gucken. Jetzt wird's hell. Ja, hier ist der Ausgang. Hier kommen wir nach draußen und sind hier wieder am Tageslicht. So, hier am Tageslicht wieder angekommen, wollen wir einmal Richtung Küste schwimmen, tatsächlich. Ich glaube, wartet mal, hier ist auch die Höhle, wo wir reingegangen sind. Die müsste hier rechts sein, genau. Da neben dem Stein, wo ich gerade hingucke, mir hier vor dem Feuerzeug quasi darüber den Stein und da ist auch der Eingang der Höhle. Und hier gehen wir direkt wieder an Land. So, wenn wir jetzt die M-Taste drücken, sehen wir unser GPS-Gerät. Ich zeige euch das nochmal auf dem GPS. Ja, guck sie erstmal in Ruhe an. So, und wenn wir hier die mittlere Maustaste drücken, können wir reinzoomen oder rauszoomen. Ihr seht, hier rechts ist der Landepunkt mit unserem Hubschrauber, an dem können wir uns immer gut orientieren. Und hier, wo ich bin, ist die Höhle, bei der wir zuerst gewesen sind. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Und hier blende ich euch einmal kurz die Karte ein und spule dann quasi zur zweiten Höhle, die ich euch auf der Karte markiert habe. Da müsst ihr jetzt einfach hinlaufen und dann durchsuchen wir die Höhle gemeinsam. Kommen wir nun zur zweiten Höhle und auch jetzt blende ich dir einmal kurz die Karte ein, damit du weißt, wo genau du hinlaufen musst. Parallel dazu habe ich hier einmal das GPS-Modul geöffnet und ihr seht, inzwischen ist es Nacht geworden. Ich bin hier mal hingelaufen, das hat ein paar Minuten gedauert und wir werden jetzt in die zweite Höhle gehen. Wie bei der ersten Höhle finden wir hier wieder einige Sachen und haben hier wieder eine Sperrung aus Brettern. Und da es nachts ist... Und dass der Höhle relativ egal ist, gehen wir einfach in der Nacht in die Höhle, denn es wird eh nicht heller, wenn es tagsüber ist. In der Höhle suchen wir jetzt ein Seilgewehr und genau dafür nehme ich auch wieder einmal unsere Fackel in die Hand. Und hier gilt es ebenfalls, die Höhle einmal komplett zu durchsuchen. Hier haben wir einige Sachen wieder am Anfang, die wir quasi sammeln können, mitnehmen können, um uns das Leben deutlich zu erleichtern. So, jetzt gilt es, wie gesagt, die Seilkanone zu finden. Dafür müssen wir einmal hier... heruntergehen. Ich kann hier einmal noch das Feuerzeug in die Hand nehmen, dann wird es vielleicht nochmal ein bisschen heller und man sieht vielleicht nochmal ein bisschen mehr. So, im ersten Schritt gehen wir einmal hier rüber zu dem Kollegen, der hier so ein bisschen kaputt auf dem Boden liegt. Hier liegen auch überall Sachen rum auf dem Boden, die könnt ihr alle aufheben und gehen hier einmal in diesen dunklen Gang hinein. Am Ende des dunklen Gangs finden wir so ein mutiertes Monster, das hier in dem Steinen steckt, da solltet ihr nicht zu nah rangehen und zwei Zeitbomben. Die brauchen wir auch, wir nehmen die erste Zeitbombe, rüsten diese aus und können das Ding damit einmal in die Luft jagen. Einfach dahin werfen, ein bisschen Abstand nehmen und bumm. Schon ist das Ding auseinandergeflogen. Hier können wir auch nochmal gucken, ob wir was zu sammeln finden. Leider ist es nicht der Fall und können dann wieder unsere Fackel ausrüsten. Wir haben uns jetzt hier quasi den Weg freigesprengt, um hier einmal durchzukommen. Deswegen einmal aus dem Weg. Hier einmal durchlaufen und jetzt heißt es, wie beim anderen Video, einfach wieder der Nase nach. Also ihr könnt hier wirklich kaum einen falschen Weg gehen. Ihr müsst hier einfach nur der Nase nach hier beim ersten Punkt quasi, könnt ihr wieder ein paar Sachen sammeln und haltet euch dann relativ rechts vom Höhlengang
Also hier bei diesen runtergelassenen Leichen seid ihr auf jeden Fall richtig. Haltet euch eher rechts, wenn ihr durchlauft. Nicht, dass ihr irgendwie falsch lauft und am Ende wieder den ganzen Weg zurücklaufen müsst. By the way, das kann mir im Video auch mal passieren, denn die Höhlen sind sehr, sehr, wie soll ich sagen? Also man kann sich hier relativ easy verlaufen. Und selbst mir kann es natürlich passieren, dass ich mich hier irgendwo mal verlaufe und irgendwo mal einen falschen Weg laufe und wir wieder zurück müssen. Im besten Fall passiert mir das natürlich nicht. Aber wenn, dann müssen wir einfach zurücklaufen und akzeptieren, dass ich ein Bob bin und einfach den falschen Weg im Video laufe. So, hier sind wir aber noch auf der richtigen Sache oder auf der richtigen Spur. Wir gehen hier einfach geradeaus weiter an der Tropfsteinhöhle vorbei. Und an dem Wasser, das von oben runterkommt, das eher aussieht wie ein Seil bei meinen niedrigen Grafikeinstellungen. Ist aber auch relativ egal. Wir laufen weiter bis hinten durch. Am Ende finden wir dann übrigens ein Seilgewehr. Ich glaube, das hatte ich schon erwähnt, das wir dann benutzen müssen, um quasi zum dritten Punkt zu bekommen. Denn der dritte Punkt ist der erste Punkt, wo wir quasi Dinge brauchen, um das überhaupt zu erreichen. Und wir brauchen das Seilgewehr auf der einen Seite und auf der zweiten Seite brauchen wir auch den Taucheranzug, den wir hier quasi dann schon gesammelt haben. So, wir laufen hier weiter, einfach immer weiter in die Höhle rein. Wenn ihr hier unten Leichen runterbaumeln seht, seid ihr richtig und seid dem richtigen Weg auf der Spur. Finden wir auch immer wieder ein paar Sachen wie Seile und sowas, die wir natürlich mitnehmen können. Ich bin mir gar nicht sicher, ich habe es noch gar nicht irgendwie probiert oder ich habe keine Möglichkeit gefunden, ob man selber Seile spannen kann, wie zum Beispiel über den Fluss und dann mit dem Seilgewehr einfach rübersliden kann. Das würde es natürlich deutlich angenehmer machen, wenn man gerade immer über eine Position am Fluss muss oder ähnliches. Mir fällt gerade übrigens auf, es leckt ein bisschen in der. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Top. Es leckt ein bisschen in der Aufnahme. Also wir müssen hier nochmal zurück. Ich bin hier irgendwo falsch abgebogen. Es leckt in der Aufnahme teilweise ein wenig. Und hier links müssten wir runter. Und das liegt daran, dass das Spiel extrem performance-lastig ist. Und meine CPU dann nicht ganz hinterherkommt, wie ich es mir gerne wünsche. So, einmal hier unten durchkriechen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Warte mal, wir müssen hier runter, glaube ich. Oh, hier, ihr seht, es ist hier ein verdammtes Labyrinth, diese Höhle. Und um hier ans richtige Ergebnis zu kommen, ist gar nicht so easy, wie man sich das Ganze wünschen würde. So, ist das jetzt hier mit der Seilpistole? Oder bin ich schon wieder irgendwie falsch gelaufen? Das sieht doch hier ziemlich gut aus, oder? Genau, perfekt. So, wir sind hier hinten angekommen. Hier liegt der Wächter und hier ist das Seilgewehr, die Seilpistole, die wir brauchen. Und wir können jetzt einfach hier wieder runtergehen, um quasi aus der Höhle rauszukommen. Okay, oder wir fallen einfach runter und sind quasi gestorben. Eigentlich kann man da runterspringen, aber ich glaube, ich hatte mich nicht geheilt, hatte nicht volles Leben und bin dadurch dann hops gegangen. Ist aber nicht so wild, denn wir kommen ja hier in der Höhle irgendwo raus und ich habe zumindest das Seilgewehr in der Hand. Das Problem ist, jetzt muss ich gucken, wie ich hier rauskomme. Das ist nicht so geil, denn ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Aber nicht so wild, das kriegen wir hin. Also für euch nochmal kurz. Okay, hier sind so ein paar Arme, die nehmen wir mit. Für euch dann nochmal kurz die Info. Ihr konntet da, wo ich runtergesprungen bin, einfach geradeaus laufen und dann wäre der Ausgang gekommen. Dann wärt ihr aus der Höhle rausgekommen. Ich darf mich jetzt hier einmal rauskämpfen, aber das ist ja nicht euer Leid. Deswegen mache ich jetzt hier einen Cut und wir kommen zum nächsten Punkt. Wie ihr seht, habe ich es aus der Höhle rausgeschafft. War tatsächlich gar nicht so schwer. Ich war fast am Anfang der Höhle. Konnte so am Anfang wieder rauslaufen und bin schon mal zum nächsten Punkt gelaufen. Wir sind jetzt bei Step Nummer 3. Ich mache das GPS-Gerät nochmal größer und die Höhle erkennen wir an diesen dreien Figuren oder an den drei aufgespießten Menschen, die davor sind. Ich blende jetzt nochmal kurz die Karte ein.
damit du dich nochmal zurechtfinden kannst. Wie gesagt, Punkt Nummer 3. Und jetzt gilt es quasi, den Spaten zu finden. Ich loote hier nochmal einmal kurz die Sachen, die hier liegen, damit ich einfach ein paar mehr Sachen habe. Und dann gehen wir auch direkt in die nächste Höhle wieder rein. Auch hier sind wieder ein paar Bretter vor, die es gilt kaputt zu schlagen, um die Höhle zu betreten. Und jetzt sind wir auf der Suche nach der Schaufel. Und ihr werdet gleich sehen, wofür wir das Seilgewehr geholt haben. Hier haben wir nämlich so ein Seil, das gespannt ist, wie ihr hier seht. Da können wir einmal hier den Lappen wegnehmen und dann können wir unser Seilgewehr hier platzieren und können jetzt hier rüber sliden. So, jetzt nehmen wir noch einmal die Fackel in die Hand, damit wir ein bisschen mehr sehen. Wobei wir eigentlich direkt tauchen wollen, aber dann haben wir sie gleich in die Hand und gehen hier einmal runter in dieses Gebiet und tauchen hier den Weg hinab. Den Weg hinab hier, beziehungsweise die Höhle hinab, um einmal quasi hier unter den Steinen herzutauchen. Die Höhle hier ist nochmal eine Nummer größer als die andere. Ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht wieder. Wenn doch, wisst ihr, gehen wir einfach wieder zurück. Grundsätzlich brauchen wir jetzt nur noch das Tauchgerät und ihr seht in der Mitte schon meinen Oxygenmeter. Das ist jetzt bei ungefähr 80% gefüllt. Da müsst ihr darauf achten, dass das nicht leer geht, damit ihr auch immer den Tauchanzug zur Verfügung habt. Hier finden wir aber noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel einen Neoprenanzug und noch eine Tauchflasche, die wir dann zur Not auch austauschen können. So, jetzt gehen wir hier einmal runter. Und müssen hier quasi runtersliden. Das ist eine automatische Animation, also da kann ich nichts machen. Wir sliden hier einfach bis komplett runter und kommen dann hier unten wieder in der Höhle an, die wir einmal, beziehungsweise in einem neuen Höhlenabschnitt, wo wir einmal hochklettern müssen. Und hier geht es dann einmal links raus, ja. Hier haben wir noch so ein paar Koffer, die können wir dann öffnen, um uns ein paar Sachen zu nehmen. Ich hoffe, ich finde hier ein paar Energy-Dosen oder ein paar Energieriegel, damit ich mich nicht so oft schlafen legen muss nach jeder Höhle. Damit es ein bisschen angenehmer ist. Aber dem wurde nicht stattgegeben. Ich habe leider nichts bekommen. Nicht so wild, wir gehen die Höhle einfach weiter. Einmal hier durch und finden wir auch wieder einige Sachen, die wir looten können. Unter anderem auch Attachments für eine Pistole. Also wenn ihr euch eine Pistole holen wollt, hier findet ihr zum Beispiel eine Taschenlampe in der Höhle. Könnt ihr auch gerne gucken. So, wir gehen jetzt hier weiter. Es geht hier einmal rechts lang. Hier führen auch viele Wege nach Rom, also viele Wege zum Ziel. Grundsätzlich aber einfach wie immer der Nase nach. Ihr müsst hier Ausschau halten, dass ihr im ersten Step wieder kein Energy Drink, feels bad, dass wir hier quasi zu einer Art nächsten Wassergrube kommen, wo wir dann auch wieder tauchen müssen. Armbrustbolzen, okay, wir haben zwar keine Armbrust, aber einen Bolzen, immerhin. So, einfach hier wieder geradeaus. Und gucken, dass ihr hier auch wieder Richtung Ende der Höhle kommt. Ich glaube, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Bin mir gar nicht sicher. Ah, ne, doch nicht. Gut. Hier sind wir richtig, wo wir die Geldscheine sammeln können am Einstieg, ja. So, hier schwimmen wir jetzt einfach wieder durch. Und kommen dann auf der anderen Seite wieder in einem neuen Höhlenabschnitt raus. So, auftauchen, wieder die Fackel rausholen und weiterlaufen. So, hier gehen wir einmal rechts und jetzt sehen wir hinten so ein leuchtendes Leuchten, sage ich mal. Und hier hinten finden wir dann auch die Schaufel, die wir benötigen. Die liegt hier, kommt noch ein cooler Einspieler, schöner Sound. Hier sind wieder ein paar Fledermäuse, die auf uns zugeflogen kommen. So, wir haben die Schaufel gefunden, wir haben den Tauchanzug gefunden, wir haben die Gewehrpistole und ich zeige euch jetzt noch kurz, wie ihr rauskommt. Ihr geht hier einfach rechts den Höhlengang hoch. Hier rechts, dann hier einmal rüber. Müsst dann hier gleich wieder tauchen. Ich glaube, das ist, glaube ich, der gleiche See, den wir gerade hergeschwommen sind, wenn ich mich nicht entsinne oder falsch, wenn ich nicht falsch liege. Jetzt geht es wieder hier zurück. Zurücktauchen. Und da drüben wieder hoch. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. So, hier jetzt hoch. Und wenn ihr es gerade vielleicht schon bemerkt hattet, wir hatten hier auch so einen Fleischkoloss, den wir quasi auch bei der anderen Höhle gerade schon hatten. Dieses Monster, das uns den Weg versperrt hat. Das gibt es hier auch, wenn wir jetzt wieder zurücklaufen, quasi den Weg. Ich nehme mal kurz hier noch die Sachen mit.
Wir noch ein bisschen Munition. Hier haben wir noch mehr Munition. Und das haben wir alles schon. Weiterlaufen. Muss eigentlich ein bisschen zurechtfinden in diesen Höhlen. Einmal kurz gucken, wo hier der Ausgang war. So, hier rüber. Und jetzt müsste eigentlich hier gleich... Bin ich schon dran vorbeigelaufen oder was? Hier müsste eigentlich gleich wieder so ein Ding kommen, dass wir in die Luft sprengen können. Nee, hier sind die beiden. Hier sind wir noch auf dem richtigen Weg. Vielleicht noch ein Stück Stoff und ein bisschen Wodka. Nehmen wir mit. So, und jetzt müsste hier eigentlich... Hier. Sich das hier freisprengen. Hier können wir einfach wieder unsere Bombe nehmen. Die werfen wir darüber. Dass das Ding wieder in die Luft gesprengt wird. Ein bisschen Abstand halten. Das Ding ist weg. Und wir können hier einmal durchlaufen. Hier wieder seine Beine und Arme looten. Laufen aber hier dann hoch. Und finden dann hier oben einen Ausgang aus der Höhle raus. So, wir haben jetzt die Schaufel und sind quasi bereit zum Graben. Und wer hätte es gedacht, für den vierten Step benötigen wir die Schaufel auch, denn wir müssen jetzt etwas ausgraben. Wo genau ihr das ausgraben könnt, zeige ich euch jetzt, wenn wir aus der Höhle rausgekommen sind. Ich laufe dann wieder zu dem Punkt hin und mache dann einmal einen Cut in dem Video, um euch zu zeigen, wo genau wir lang müssen. Wir müssen hier mal runter. Ich zeige euch aber erst, wie ihr hier aus der Höhle kommt, nicht, dass es irgendwie zu Verwirrung führt. Und gesagt wird, ey, hier werden halbe Sachen gemacht. So ist nicht. Hier ist der Ausgang der Höhle, ne? Genau. So, jetzt cutte ich einmal wieder. Inzwischen sind wir zum vierten Punkt gelaufen und wie ich schon berichtet habe, müssen wir hier die Schaufel benutzen. Deswegen nehmen wir die einfach mal aus unserem Inventar raus. Wir sind hier auf dem GPS an diesem Punkt, der blinkt, angekommen, zwischen quasi der Höhle, wo wir gerade waren, und unserem Absturzpunkt. Und hier finden wir diese Vermessungsgeräte und so ein Car, so ein Shuttle, das kaputt gegangen ist. Und genau hier in der Mitte gilt es zu graben. Hier ist auch ein Schaufelsymbol. Müssen wir mal ausgraben, einfach die Schaufel ausrüsten, dann mit Linksklick gucken, was wir so finden. Kann sein, dass ihr ein bisschen großflächiger graben müsst, um wirklich ans Ziel zu kommen. Denn hier sollte eigentlich irgendwo eine Karte versteckt sein. Eine Truhe. Ein Eingang. So. Und ihr seht, hier unten haben wir eine kleine Luke, die freigelegt werden muss. Denn ich grabe mit meiner Schaufel ein paar Löcher. Ich bin der Schaufelmann, der mit der Schaufel graben kann. So. So, einmal den Eingang freigelegt und jetzt können wir hier mit E quasi die Luke öffnen und uns in den Main Trans A gehen. Maintenance A. Open it. So, ab geht's in den Bunker. Und hier im Bunker suchen wir nun nach weiteren Sachen, die wir benötigen können. Das Ganze ist nicht so groß wie die anderen Höhlen, wo wir gerade drin waren. Hier finden wir aber auch wieder ein bisschen Loot, den wir natürlich mitnehmen wollen. Ein bisschen was zu essen, immer gut. Und ja, wenn wir tief hier reingehen, sollten wir hier nun eine Eingangskarte finden, beziehungsweise eine Keykarte. Wir haben hier auch Energy Drinks, Energy Riegel, hier können wir alles einmal durchforsten. Haben wir coole Locations, wie hier diesen Raum, und hier finden wir auch überall was zu essen. Deswegen feel free, und hier haben wir auch die Keykarte, die wir gesucht haben. So, die packen wir natürlich in unseren Rucksack ein und looten dann hier noch mal ein bisschen rum, denn die ganzen Sachen vereinfachen es uns nur. Und ich finde auch eine ziemlich coole Location, die man sich echt geil ansehen kann und wo man viel entdecken kann. So, hier geht es noch weiter rein. Ich zeige euch einfach nur kurz einen kleinen Ausblick. Hier ist noch so ein kleiner Raum, finden wir noch ein paar Sachen und dann können wir hier auch wieder rausgehen, um quasi zum
nächsten Step zu gelangen, zu Step Nummer 5. Kommen wir nun zu Schritt Nummer 5 und ich blende euch hier wieder die Karte ein. Mir ist aufgefallen, ich habe einen kleinen Fehler gemacht auf der Karte und zwar habe ich den falschen Punkt bei 5 markiert. Ich habe das jetzt einmal weggeixt, den falschen Punkt, und habe den neuen Punkt bei Nummer 5 quasi replaced. Und hier finden wir auch wieder eine Höhle, wo wir reingehen müssen. Allerdings ist das nur so eine Alibi-Höhle, nenne ich mal. Denn wenn wir hier in den Höhleneingang gehen, brauchen wir erstmal nur unser Feuerzeug anmachen. Unser Feuerzeug, denn wir brauchen gar nicht so viel Licht. Wir gehen hier nur einen kleinen Schritt runter. Passt auf, dass hier nirgendwo runterfällt. Das könnte nämlich schmerzhaft werden und euch quasi die Beine wegreißen. Das wollen wir ja nicht. Wir gehen hier tiefer hinab und finden hier wieder so eine Luke, wo wir reingehen. Und unten in dieser Luke kommen wir quasi in einen neuen Bunkertrakt. Hier können wir auch wieder looten. Hier zum Beispiel stehen so ein paar China-Nudeln rum, ein bisschen was zu fretten, Speckwürfel und. Also wir haben hier ganz viele Sachen, die wir auch wieder looten und mitnehmen können. Das zum Beispiel nicht. Cool, hier das auch nicht. Aber was noch wichtiger ist, wir haben hier einen Access. Und da können wir einfach unsere Karte dran halten, um quasi tieferen Gang in den Trakt hier zu bekommen. Und in diesem Trakt selbst müssen wir weiter looten, denn wir wollen eine weitere Karte finden. Eine sogenannte VIP-Karte. Und dafür müssen wir unten weiter looten. Hier sind wir jetzt in dieser Art Labor angekommen und finden einige Sachen, die wir hier wieder collecten können. Wenn wir weitergehen, finden wir hier oder sehen wir erstmal hier so eine Art Plantage, wo wir unter anderem Blaubeeren collecten können, die wir sammeln und auch irgendwann fretten können. Oder auch hier irgendwelche Kadaver, nenne ich es mal, mit Pfeilen drin von der Armbrust. Die können wir auch mitnehmen, die Armbrustpfeile. Und ihr könnt euch ja hier noch so ein bisschen umgucken, was ihr noch so findet. Wenn ihr irgendwas Cooles findet, schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Ich habe mir die Area nämlich nicht so genau angeschaut. So, wir gehen jetzt hier weiter. Ich nehme mal mein Feuerzeug raus und komme jetzt hier in einen überschwemmten Bereich. Und hier sind wir richtig. Hier müssen wir uns einmal durchkämpfen durch die überschwemmte Zone, um quasi die VIP-Karte zu bekommen und einen weiteren Ausgang zu kreieren. Oh, einmal hier durchschwimmen, schwimmen, 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 schwimmen. Sieht übrigens ziemlich cool hier aus in dieser Forschungsstation, finde ich. Finde ich sehr, sehr gut gemacht und erinnert mich tatsächlich alles sehr an die Serie Lost. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Lost kennt. Ist auch so eine Serie, wo eine Gruppe von Menschen mit Flugzeugen abgestürzt ist und da gab es dann auch so eine Forschungsstation und so. Finde ich sehr, sehr geil gemacht und gibt mir Flashbacks. So, da drüben ist der Ausgang. Wir wollen aber hier links rein, denn hier links befindet sich eine Art Schreibtisch, wo wir die Karte finden und einen Kontrollraum, der noch Strom hat und wo wir hier zum Beispiel in den Kameras irgendwelche Viecher sehen. Cam 1, Cam 2. Okay, hier haben wir die Karte. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. VIP-Schlüsselkarte collected. So, sonst können wir uns hier auch nochmal umschauen, ob wir irgendwie was finden, wie zum Beispiel hier diesen Energy Drink. Hier nochmal so eine E-Mail, die ich jetzt eigentlich die ganze Zeit ignoriert habe, aber die nehmen wir natürlich auch noch mit. Und können dann einmal links rausgehen, wo ich euch gerade den Ausgang gezeigt hatte. Warte mal, hier haben wir noch Schrotflintenaufsatz zum Beispiel und ein bisschen Munition und gehen dann hier einmal wieder raus. Und wenn wir unten angekommen sind, links, um dann hier unsere neue VIP-Schlüsselkarte zu nutzen, um hier einmal ausbrechen zu können. Mal öffnen. Zack, jetzt haben wir hier so eine Art Mittagsraum, Pausenraum, wie auch immer. Hier liegt auch so ein komisches Ding und so ein paar andere Gestalten am Esstisch mit Reservierungskarten. Dann noch einen Speckwürfel mitgenommen. Können wir uns auch noch mal ein bisschen umgucken, wenn ihr wollt. Aber wir wollen hier quasi einmal raus. Hier ist nämlich Wasser. Gehen wieder in unseren Tauchanzug und jetzt heißt es wieder einfach so ein bisschen rumtauchen, der Nase nachgucken, wo der Ausgang ist und euch aus der Höhle hinaustauchen, beziehungsweise aus der Forschungsstation, wie auch immer wir das Ganze nennen wollen.
Ja, damit hätten wir dann Punkt Nummer 5 auch erledigt, die VIP-Karte sammeln. Und nun müssen wir echt ein bisschen laufen. Ich glaube, wir sind jetzt locker eine Viertelstunde unterwegs, denn wir müssen einmal auf die andere Seite des Berges, um zu Punkt Nummer 6 und schlussendlich auch am Ende zu Punkt Nummer 7 zu gelangen, wo wir dann Richtung Ende des Spiels kommen. Aber erstmal wollen wir jetzt hier aus der Höhle raus. Ja, meine Ausdauer ist gerade ziemlich im Eimer. Aber ich stelle mir gleich draußen erstmal ein kleines Zelt, penne eine Runde, dann esse ich ein bisschen was, trinke ein bisschen was und dann dürfte es meinem Charakter auch deutlich besser gehen, sodass wir gleich wieder ein bisschen schneller rennen können, was auch gut ist, um auf die andere Seite der Spielwelt zu kommen, weil wir sonst einfach nicht 10 Minuten brauchen, sondern gefühlt 50. Und da habe ich ja natürlich auch mal so gar keinen Bock drauf. So, der Ausgang müsste jetzt gleich hier vor uns irgendwann auftauchen. Das möchte ich euch natürlich noch zeigen, wie man hier wieder rauskommt. Nicht, dass ihr hier irgendwie festhängt. Und hier ist er auch. So, Ausgang, Zelt stellen, kurz eine Runde schlafen und auf die andere Seite der Karte laufen. Wir haben einen langen Marsch hinter uns, sind jetzt auf der anderen Seite des Berges beim nächsten Punkt. Jetzt sind wir bei Punkt 6. Ganz wichtig, nicht der Punkt mit dem X, der mal wieder falsch eingetragen wurde von mir. Hey, ich bin ein Pro. Richtig gut gemacht, richtig aufgepasst beim Eintragen. Nee, ich habe euch jetzt nochmal den richtigen Punkt 6 markiert. Der ist auf eurer Karte unten bei dem grünen Punkt. So, hier haben wir auch einen Höhleneingang und hier gehen wir auch wieder rein. Das ist auch wieder keine normale Höhle, sondern so eine Forschungsstation. Und hauptsächlich sind wir eigentlich hier drin, um uns ein bisschen zu gieren und um hier nochmal reinzugehen und genau. So, warte mal, einmal kurz Feuer anmachen wieder hier, damit wir ein bisschen was sehen und wir können hier die Höhle hinunterspazieren, wie auch bei der anderen Forschungsstation. Vorsicht, dass hier nirgendwo runterfällt, das könnte wehtun. Hier haben wir auch wieder mehrere Wege, wir gehen aber nach unten, haben ja jetzt hier unsere VIP-Schlüsselkarte und unsere normale Schlüsselkarte, die wir zum Öffnen der Räume benutzen können. Und dann gehen wir einfach weiter nach unten. So, einmal hier die Türe öffnen und aufpassen, denn hier sind noch Überlebende, die quasi gerade kämpfen. Wir haben ja leider nur unsere Axt, aber gar kein Problem. Wir helfen natürlich, wie wir können. Das war übrigens der Typ, der vom Start des Videos auch wieder kam und wir mussten quasi hier in diesem Bereich diese Sequenz sehen, um quasi das Ende freizuschalten. Das haben wir jetzt gemacht und jetzt gehen wir uns noch, wie ich euch versprochen habe, hier drin gibt es nämlich noch ein paar Sachen zu holen. So, jetzt muss ich einmal gucken, dass ich mich hier einmal zurechtfinde, wo wir die ganzen Sachen bekommen. Hier haben wir natürlich noch so ein bisschen Loot immer wieder, wie zum Beispiel so ein Snackriegel oder hier auch so ein Koffer, den wir mal öffnen können und so ein paar Sachen mitnehmen können, was gerade auch ganz gut kommt. Hier haben wir eine Pistole, wo wir auch ein paar Attachments dran machen können. Und wenn ihr immer wieder gesammelt habt, dann können wir auch die Munition benutzen, die wir haben. So, ich hau mir jetzt mal kurz ein paar Müsli-Riegel rein. So, erstmal ein Snackriegel, dann haue ich mir nochmal so ein Meal rein. Und nochmal kurz ein Energy Drink. So, wir haben jetzt unsere Pistole gesammelt, die ist jetzt hier oben drin und theoretisch müssten wir auch hier den Pistolenaufsatz mit der Pistole kombinieren können und den Laserpointer glaube ich auch, dass der mit drauf geschraubt werden kann. Genau, perfekt. So, wir haben jetzt hier die Pistole, die wir quasi so benutzen können. Ja, das brauchen wir jetzt gerade nicht und können dann natürlich so zielen mit dem Laseraufsatz. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen besser geschützt, aber hier gibt es noch einiges mehr, was wir collecten können, also aufheben können und was wir dann im Ende des Spiels auch benutzen können. Hier zum Beispiel noch ein paar Getränke,
aber auch andere Waffen. Hoppala. Ja, den E-Mail-Zettel will ich nicht mehr lesen. So, steck den mal lieber wieder ein. Wir nehmen wieder unsere Pistole in die Hand. So. Gibt es da übrigens eine andere Möglichkeit? Hat das einer von euch herausgefunden, ob man die Pistole irgendwie binden kann, dass wenn man eine 1 drückt, dass man dann direkt die Pistole zieht? Da habe ich nämlich schon gesucht, habe aber leider nichts dazu gefunden. So, wir gehen hier einfach nochmal runter. Und durchforsten hier alles. Hier haben wir noch ein bisschen. Haben wir noch was? Totenschädel, hier noch ein Fisch. Könnt dann hier einmal, wie gesagt, den ganzen Bunker durchsuchen. Und hier finden wir dann auch zum Beispiel ein Katana, das wir auswählen können. Also eine Nahkampfwaffe, die sehr, sehr stark ist. Wir können es hier mal angucken. Die haben wir hier links. Hoppala. Hier ist Katana, guck mal, wie viel Stärke das mit sich bringt. Schlagschaden und Death und so. Also eine sehr gute Nahkampfwaffe. Und wenn wir hier weitersuchen, finden wir auch noch eine goldene Rüstung, beziehungsweise eine Rüstung, die wir auch tragen können. Und die uns nochmal deutlich bessere Stats mit sich bringt. Goldrüstung collected. Die müssten wir jetzt hier unten rechts finden. Genau, Goldrüstung tragen. So. Wir sind jetzt ausgestattet, um zum letzten Raum zu gehen, beziehungsweise zur letzten Station. Wir haben eine Pistole, wir haben Katana, falls uns irgendwie was über den Weg kommen sollte. Wir haben eine Rüstung und wir gehen im ersten Step erstmal aus dieser Forschungsstation hier raus. Ihr könnt euch natürlich hier noch weiter umgucken. Hier gibt es noch eine Menge zu entdecken. Ich will gar nicht davon spoilern, aber guckt euch hier einfach gerne um. Das Gebiet ist riesig und da gibt es noch viel zu entdecken und viel zu looten. So, wir gehen jetzt aber hier unten aus der Forschungsstation wieder raus. Ihr geht dafür einfach nach ganz unten und findet dann hier wieder so einen Höhlensystemaufgang. Hoppala, ich nehme mal das Feuerzeug in die Hand, um ein bisschen besser sehen zu können. Und wenn wir dann hier oben rausgekommen sind, baue ich mir nochmal kurz ein Zelt auf, lege ich mich nochmal kurz hin und mache mich dann auf den Weg zum Punkt Nummer 7, der auch der letzte Punkt auf unserer Karte ist und auch der letzte Punkt in unserem. Ja, einmal kurz ducken. Der letzte Punkt auf unserer Reise, um quasi das Spiel durchzuspielen. Kommen wir nun zum letzten Punkt unserer Reise und zwar in den letzten Bunker, den wir betreten müssen. Ich habe das GPS-Gerät wieder geöffnet und wir befinden uns ganz am Rande, auf der Karte auch eingezeichnet mit Punkt Nummer 7. Das ist auch so ein markierter Punkt und hier müssen wir als nächstes rein. Hier haben wir unsere Laborkarte, die wir hierfür benutzen und können sich auf jeden Fall schon mal ausrüsten. Ich nehme noch mal kurz was zu essen. Dann haue ich mir noch mal einen Energy Drink rein. Und noch einen Energy Drink. Eins, einer reicht. Okay, gut. Dann nehmen wir unsere Pistole in die Hand und wir können schon mal die goldene Rüstung ausrüsten, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt, weil die benötigen wir hier. Das ist quasi der Schlüssel für die letzte Area. So, außerdem nehme ich natürlich hier das Feuerzeug, damit wir wieder ein bisschen mehr sehen. Und gehen hier runter. Ja, select kurz. Danke für nichts. Wir folgen hier einfach wieder der Nase. Der Gang hier ist tatsächlich länger als jeder andere Gang und auch hier könnt ihr euch sehr hart verlaufen. Deswegen guckt gerne, wo ich lang laufe. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht und dann funktioniert es. Oh, guck mal, hier sitzt ein kleines Häschen. Ist auf jeden Fall sehr creepy hier unten. Und ja, das Creepy-Sein lässt auf jeden Fall auch nicht nach. Hier haben wir so einen Forschungsraum mit Blut. Müssen wir eben gucken, wo wir unten lang mussten. Wir müssen quasi, hier haben wir so Forschungsräume, hier unten so eine Art Wohnzimmer, Wohnbereich und am Wohnbereich müssen wir vorbei, um quasi hier durch. Und hier finden wir jetzt so eine Tür,
Da ist auch eine Hand, da passt tatsächlich perfekt. Hier haben wir nichts. Da passt perfekt unser Arm mit der goldenen Rüstung rein, die wir ja gerade aufgehoben haben. Und Hand rein. So, und jetzt kommen wir langsam in die Endgame-Area. Nehme ich hier unten nochmal in eine Höhle und komme jetzt in eine Art Vulkan, in eine Art Magma-Höhle, wo ihr natürlich auch nicht reinfallen solltet. Da ist schon die Magma, die fließt von oben herab. Hier solltet ihr auf keinen Fall irgendwie in die Magma fallen. Und ja, hier gilt es auch wieder der Nase nach und bloß nirgendwo reinfallen. Weil wenn ihr reinfallt, wisst ihr selbst, ne, Magma ist nicht so angenehm. So, wir gehen hier aber einfach mal tiefer in die Höhle rein. Tiefer in das Vulkangebiet. Und machen so eine Art kleinen Parcours. Mal hier durch. Bisschen Ausdauer regenerieren. Pistole in der Hand, falls irgendwas kommt. Im friedlichen Modus, also im Peaceful-Modus, den ich gerade spiele, dürfte hier eigentlich nichts kommen. Auf dem anderen Spielstand war hier die Hölle los. Deswegen, ich behalte mal die Pistole in der Hand, falls doch irgendwie was kommt. Aber wie gesagt, hier sollte eigentlich nichts passieren. Wenn doch, sind wir gut ausgerüstet. So, hier unten ist jetzt wieder Magma. Wir gehen einfach rechts dran vorbei, hier diesen kleinen Weg entlang. Einmal hier rüber. Hier einmal durch. Und tiefer ins Vulkangebiet. Also ihr seht, eigentlich sehr intuitiv, wo man langlaufen muss. Einfach dem Riecher nach, dem Riechkolben. So, hier ist jetzt so eine Art Weg gleich. Da ist es nochmal ein bisschen, die Chance ein bisschen höher, irgendwo runterzufallen, irgendwo reinzufallen. Deswegen, tut mir gefallen, passt da echt auf, dass ihr da nirgendwo reinfallt. Gerade im Weg hier runter. Oh, warum bin ich hier rüber gesprungen? Das war, glaube ich, nicht die beste Idee. Machen wir wieder zurück. Hier müssen wir nämlich lang. Müssen gleich rüberspringen. Und so. Tiefer in den Vulkan. Und näher Richtung Ende. Durch. So. Mal hier lang. Und jetzt kommen wir hier zu einer Art Fahrstuhl gleich, wo wir rein müssen. Und dann kommt nochmal eine Videosequenz, wo ich mich muten werde, bis wir zum Ende des Spiels gelangen. Aber ich will gar nicht viel vorwegnehmen, falls ihr es hier noch nicht kennt. Halte ich natürlich den Mund und spoilere euch nicht, damit ihr euch das Ganze angucken könnt. Haben wir nochmal so ein paar E-Mails, falls ihr die lesen wollt. Die nochmal zur Story dienen. Ich bin am Keuchen. Ich komme gar nicht mehr schneller hier, weil ich so am Keuchen bin. So. Gleich müssten wir da sein. Kurz meine Freundin geleakt, mit Hilfe eines Niesers. Wird jetzt im Video verewigt. Ich hoffe, das Video kriegt über 100.000 Klicks, damit jeder ihr Nieser hört. Dann freut sie sich nämlich gar nicht. Es wird aber auch nicht rausgeschnitten, sowas machen wir ja nicht. So. Ihr seht, es sieht hier unten extrem geil aus. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe die niedrigsten Grafikeinstellungen, die man haben kann, damit es irgendwie ruckelfrei aufgenommen werden kann. Ich hoffe, das ist halbwegs ruckelfrei. Aber wenn man hier die Grafik nochmal hochstellt, sieht das alles nochmal ziemlich geil aus. Oder viel geiler. Ja, ich habe es tatsächlich gar nicht mehr so lange in Erinnerung hier unten. Als ich das beim ersten Mal durchgespielt hatte oder bei meinem ersten Durchlauf zum Ende, bis zum Ende hier unten durchgelaufen bin, kam mir erst vor, als ob ich die Hälfte des Weges gelaufen bin. Aber naja, wenn man hier das erste Mal ist, dann kommt es einem immer schneller vor, ne? Als wenn man hier den Weg einfach nur abläuft, so wie ich es gerade mache. So, ich habe Hunger, ist aber nicht so wild.
Brauchst nichts zum Essen, mein Freund. We don't need something to eat. So. Jetzt hier noch durchzwängen und dann müssten wir tatsächlich jetzt gleich da sein. Hier, genau, hier kommt ihr dann unten bei dieser Kristallhöhle an so einen Vorsprung. Könnt ihr euch dann durchzwängen und jetzt werde ich mich muten, damit wir zusammen das alles erleben können, was jetzt noch passiert. Ja, jetzt sind wir wieder angekommen, quasi am Anfang, wo wir unsere Reise gestartet haben, glaube ich. Müsste hier sogar die Location sein. Ja, das war das Ende von The Forest. Wir können uns jetzt hier in den Helikopter begeben und quasi die Insel verlassen. Und das ist auch das Ende von meinem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so war, tut mir gefallen, gib einen Daumen nach oben. Hast du noch Fragen, Anregungen zur ganzen Sache, irgendwelche Tipps oder so, schreib es mir gerne in die Kommentare und tu mir einen Gefallen. Das Ganze war so ein Haufen Arbeit hier, dieses Video zu schneiden. Lass doch ein Abo auf meinem Kanal da, damit du kein Video mehr von mir verpasst und immer auf dem Laufenden bleibst und generell für die neuesten Spiele immer mit dabei bist. Ich würde mich sehr freuen und ja. Ich wünsche dir noch viel Spaß im Spiel. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Mottenmann. Tschö.